Das hätte man wissen können, meine Damen und Herren. Wir haben es eingangs gesehen. Der amerikanische Geheimdienst hätte seit vielen, vielen Jahren wissen können, wo sich Bin Laden versteckt. Nämlich in deutschen Fernsehshows. Vor 30 Jahren, was bin ich? Ladenlichter lecker. Musikladen. Und natürlich Al-Kakika. Ja. Al-Kakika. Noch mehr Geld in dunklen Kanälen verschwunden. Rätselhaft, oder? Dabei war es doch für die Kinder. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat neu entdeckte Bin Laden-Videos auf seine Homepage gestellt und bittet uns, sie herunterzuladen. Und es ist wirklich erstaunlich, was auf diesen Videos zu sehen ist. Und ich frage mich, wem und was kann man überhaupt noch trauen? Ist nicht auch der Eurovision Song Contest von A bis Z korrupt und abgestimmt? Und jetzt die Punkte aus Pakistan. Hello Osama. Hello Düsseldorf. Hello Anke. First of all, let me say you did a wonderful show. All my wives and I really enjoyed it. It looks like you're having a really great party over there and a Bombenstimmung. And now to the results of the Pakistanian vote. Bosnia, 7 points. Kosovo, 8 points. Israel, and this is a big surprise, 10 points. And finally, 12 points go to Germany. Lena, we love you. I say bye-bye from Apotabat. Lena, die am Samstag ihren Titel verteidigen wird in Düsseldorf. Und ich glaube, der Erfolg von Lena lässt sich ganz einfach erklären. Sie ist bescheiden geblieben, sie ist sympathisch geblieben, sie ist nicht abgehoben, sie ist nicht durchgedreht. Sie ist keine von denen, wo man jetzt schon sagt, man kann sie nicht mehr sehen. Sie ist eine unerträgliche Zicke geworden, die man am liebsten mit Rotz an die Wand nageln möchte. Das alles trifft auf Lena nicht zu, wie wir kürzlich im Gespräch mit Frank Elstner erleben durften. Die Prinzessin von Deutschland, hier ist sie, Lena. Es ist eben nicht mehr nur der European Song Contest. Eurovision. Es heißt Eurovision. Eurovision Song Contest. Jetzt spricht man in den letzten beiden Jahren natürlich von Lena, von dem Sieg, von diesem Wahnsinnsding da in Oslo, Jahren? Was sie gemacht haben. Ja, ja, doch, letztes Jahr ging es los. Plus dieses Jahr sind 2 Jahre, also wenn ich richtig rechnen gelernt habe. Und naja, gut. Da vorne in der Bühne, da ist in der Mitte ein Kreis und genau dort in der Mitte wird Lena stehen. Ist nicht richtig. Ich werd nicht in der Mitte stehen, sondern ein bisschen vor der Mitte. Aber ist ja fast richtig. Aber Sie sind der einsamste Mensch der Welt da unten. Nein, ich habe fünf Mädchen bei mir. Aber doch nicht auf der Bühne, hinter Ihnen, die mit Ihnen tanzen. Die sind auf der gleichen Bühne, auf der ich auch stehe, sind auch die 5 Mädchen. Ja, aber wenn Sie singen und Ihnen der Text nicht einfallen lassen würde, dann kein Mensch kann Ihnen helfen. Da sind Sie richtig. In dem Moment einsam. Da werde ich dann in Fantasiesprache improvisieren. Jetzt wollen wir einmal was ganz anderes zeigen. Nämlich, das war ja früher hier ein Fußballstadion. Und ist es auch immer noch? Wie hat man auf einem Fußballstadion so eine Showbühne gezaubert? Dahinter stecken natürlich sehr viele Handwerker, sehr viele fleißige Menschen, Hundertschaften, die hier wochenlang gearbeitet haben. Wollen Sie die Handwerker mal ganz herzlich grüßen und Danke sagen? Danke, Handwerker.